Guten Morgen, Deutschland. Was für eine Veranstaltung gestern im Deutschen Bundestag. Die erste Debatte zum Thema Impfpflicht. Und was haben wir da gestern gehört? Nun, wenn ich mir einzelne Reden der Protagonisten aller Parteien anschaue, bis auf die Oppositionspartei und die vermeintliche Oppositionspartei, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gab es keine Debatte. Sondern es war ein Überbieten von Drangsalierungen. Was CDU, SPD und Grüne da gestern zum Besten gegeben haben, ist das, was sie in den nächsten Wochen zum Besten geben werden. Unabhängig davon, wie die valide Datenlage überhaupt aussieht. Frau Katrin Göring-Eckardt hat es gestern Abend schön bei Maischberger gesagt. Es geht nicht um das, was wir glauben, sondern darum, dass die Krankenhäuser entlastet werden. Womit sollen sie denn entlastet werden, Frau Katrin Göring-Eckardt? Damit, dass zum Beispiel keine Daten darüber bekannt sind, wer tatsächlich an Covid-19 im Krankenhaus liegt? Denn das ist ja der neueste Schrei der Medien heute Morgen, den wir durch alle Gazetten lesen, wo wir schon feststellen, dass in mindestens 3 Bundesländern 40% der gemeldeten Corona-Positivfälle an das RKI gar nicht wegen Covid-19 da liegen, liebe Leute. 40% der Menschen, die gemeldet werden an das RKI, sind tatsächlich gar nicht wegen Covid-19 im Krankenhaus. Auf Basis dieser Datenlage debattiert der Bundestag. Der Bundestag debattiert auch, von wegen an oder mit oder im Zusammenhang. Der Bundestag debattiert auch über Inzidenzen, die uns nicht zeigen, wer tatsächlich erkrankt ist, wer tatsächlich wie schwer erkrankt ist, wer tatsächlich so schwer erkrankt ist, dass er invasiv beatmet werden muss, der leicht erkrankt ist, der Symptome hat, welche Symptome er hat, warum er oder sie in Quarantäne ist. Ist es ein Schnupfen? Ein Naselaufen? Sind es Kopf- und Gliederschmerzen? Ist es der Nachtschweiß? Ist es ein Symptom, 2 Symptome, 3 Symptome, 4 Symptome? Ist es die Atemnot oder das schwere Atmen, was man möglicherweise dann als ein schweres Symptom der Symptome ausmachen könnte, um zu sagen, das ist ein Symptom, definitiv, da sollte man mit ins Krankenhaus gehen. Diese gesamte valide Datenlage der deutschen Bundesregierung ist keine. Und darüber wird gestern debattiert. Es wird darüber debattiert, dass wir Tausende von Zahnärzten im Land haben, die eigentlich seit 2 Jahren schon alle umgefallen sein müssten. Inklusive ihrer Mitarbeiter. Komischerweise hören wir aber nichts davon. Denn näher an dem Speichel, an dem ist niemand in Deutschland, außer den Menschen auf den Intensivstationen. Darüber debattiert der Deutsche Bundestag. Und die CDU und die SPD und die Grünen stellen einfach nur fest, dass sie es wollen. Und es geht eigentlich nur noch darum, wie viel sie davon wollen. Und das ist der ganze Irrsinn an dieser vorgeschobenen Debatte, wo es keine Debatte gibt. Ein Impfstoff soll jetzt verbessert werden, weil der Impfstoff, der aktuell auf dem Markt ist, ist ja für die Alpha-Variante, die Wuhan-Variante. Mittlerweile haben wir die x-te Variante, und gehen aber immer noch mit demselben Impfstoff vor. Und jetzt kommt die Meldung von Pfizer, dass bald
eine verbesserte Variante kommt. Das Upgrade. Aber möglicherweise ist dann diese Variante schon wieder durch. Also über was debattiert der Bundestag? Und was soll für euch da draußen so aussehen, als wenn debattiert wird, liebe Leute?